Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wie versprochen stehen wir hier noch bei dem Hui herum und der hat eine Investigationsmission für uns, die da heißt Die Bindung. Erdbeben und fallende Sterne und sieh nur im Himmel über der feindlichen Pyramide. Und so viele fremde Leute. Konzentration, Hoi. Erzähl mir noch eine Geschichte, Schwester. Unsere Geschichte. Also schön. Vor vielen Tagen und vielen Nächten brachte ein dummer Pharao die Waage aus dem Gleichgewicht. Wie die Waage von Anubis? Ja. Es ging nicht um eine Seele. Es ging um alle Seelen Ägyptens. Er wies den Willen der Götter zurück und war grausam zu den Gläubigen. Musste Vater leiden? Der Hohepriester von Amun litt am meisten von allen. Seine Pflicht war, dem Pharao und den Göttern zu dienen. Und es zerriss ihn. Dann kam der große Krieg. Ich weiß noch, ich wurde von Ort zu Ort gebracht. Immer unterwegs. Zu deinem Schutz. Die 7 Kinder des Hohepriesters waren sein größter Schatz. Nach Ende des Krieges erkannte er, dass sie den Frieden in Ägypten sichern konnten. Auf ewig. Aber jetzt ist der Frieden vorbei. Ist das unsere Schuld? Nein, mein Sohn. Ihr habt alle mehr getan, als ein Vater verlangen kann. Ich war immer sehr stolz auf euch, in jeder Zeit, in der ich gelebt habe. Und in jeder Zeit, die noch kommen wird. Ja, sehr schön auch, dass die beiden Missionen so ein bisschen aufeinander aufbauen, ne? Also, oder aneinander anknüpfen, wie auch immer man das nennen möchte. Wir sollen jetzt hier einen ungewöhnlichen Besucher finden, suchen möchten. Ach, guck mal da. Ja. Oder, ja, hier ist ein Falke. Guck mal, da oben ist aber auch einer hier. Den habe ich sogar als erstes gesehen. Cool, okay. Den Falken benutzen. Okay. Der hohe Priester von Amun verzweifelt an seinem Opfer. Seine Hoffnung muss wiederhergestellt werden. Achte gut auf die Blicke der Götter, auch auf die von Aton, dem Falschen. Wo sie sich kreuzen, findest du die Orte, wo er seine Pflicht und seine Schande vergraben hat. Ein Teil dessen finden, was der Hohepriester vergraben hat. So, und jetzt gucken wir noch immer hier. Ja, ihr kennt es ja schon, ne, bei diesen Investigationsmissionen. Man muss immer mal ein bisschen gucken. Ein Besucher ist gekommen in Gestalt eines Falken, um den Glauben der Hohepriester von Amun wiederzustellen. Er spricht davon, dass etwas vergraben sei. Etwas, was der Hohepriester dort versteckt hat, wo die Blicke der Götter kreuzen. So, jetzt, liebe Leute, zeige ich euch, was euch sicher schon mal aufgefallen ist. Wir rennen ja hier eigentlich, ach, hier kommt man gar nicht hoch. Mensch, guck an. Wir rennen ja hier immer von diesen kleinen Pyramiden zu Pyramiden. Und seht ihr diese Blickrichtung hier von dem Gott hier oben drauf, ne? Ist ja nun, also der guckt ja hoch, unschwer, wie man unschwer erkennen kann, in diese Richtung. Und wenn wir uns jetzt die Map aufmachen, und dann sehen wir, die sind ja hier eingezeichnet. Das ist jetzt gerade der Orochi-Computer. Nefertari ist hier noch. Und na, hier sind halt die verschiedenen Götter auf jeden Fall. Und da, wo die Blickrichtungen sich kreuzen, genau da müssen wir hin. Also wir müssen auf alle Fälle den Blickrichtungen folgen und da jetzt Gegenstände suchen. Ich habe das, wie ihr seht, auch nicht auf der Map irgendwie markiert, weil... ja, als ich die Mission das letzte Mal gemacht habe, Gott, das ist aber auch schon wieder ewig her, ne? Also das ist halt, ja, ich weiß aber noch, dass wir da auch sehr lange gesucht haben teilweise. Ich gehe jetzt auch einfach mal los hier, ganz unverblümt und unvermittelt. Ich werde schon irgendwo, werde ich schon ankommen. Achso, guck mal, da kommen wir so, glaube ich, gar nicht lang. So, jetzt habt ihr gesagt hier, der Andreas, glaube ich, hat das geschrieben in den Kommentaren, dass das kein Dinosaurier ist, sondern irgendwie eher ein Drache. Jetzt komme ich auch dazu, da mal zu schauen. Guck mal. Ja, aber für einen Drache hat der keine Flügel, ne? Aber ein Alligator könnte fast sein. Ja. Aber wir gehen jetzt weiter Richtung Blickrichtung. Mensch,
Man kann sich natürlich auch die Blickrichtung aufzeichnen. Ne? Ich glaube, das haben wir, als wir das erste Mal gemacht haben, tatsächlich haben wir das auch gemacht. Da haben wir uns die... Nee, hier geht's... Hier kommen wir nicht weiter, oder? Mal gucken, ob wir da drüben hochkommen. Ja, da schauen wir mal. Da haben wir das tatsächlich uns in ein Bildbearbeitungsprogramm geschmissen und haben das einfach eingezeichnet. Und dann hatte man die Kreuzpunkte der verschiedenen Götterblicke auf der Map aufgezeichnet. Deswegen ist das hier bestimmt jetzt auch nicht auf der Map, weil das hatten wir als ja, halt in einem Bildbearbeitungsprogramm gemacht damals. Ne, hier geht's leider nicht lang. Ja, dann können wir wieder zurückdackeln. Dann war der Weg ja schon mal umsonst, ne? Wer hat, der kann. Ja, egal. Ja, und ansonsten geht's mir auf alle Fälle sehr, sehr gut. Das Wetter ist immer noch total toll. Und ja, wir müssen ja erstmal hier seinem Blick folgen, ne? Also wir müssen hier irgendwie in die Richtung. Guck mal, in die Richtung guckt er. Dann turnen wir hier jetzt lang. Aber wir haben heute, wir haben ja hier das Haus, was hier bei uns nebenan ist. Da wohnen ja keine Leute drin. Das sind ja Ferienwohnungen. Na, hier geht's so nicht lang. Das sind ja nur Ferienwohnungen. Und diese, oh nein. Und diese Ferienwohnungen sind halt oftmals belegt, ne? So wie das auch sein muss. Ist ja auch alles kein Problem. Die wahre Problematik ist, dass da jetzt Leute in der Ferienwohnung sind. Also das müssen irgendwie zwei Familien sein, die da zusammen Urlaub machen oder so. Die haben ein Rambazamba im Garten veranstaltet. Das glaubt ja kein Mensch auf dieser großen, weiten Welt. Und unser Schlafzimmer ist nun hinten zum Garten raus. Was bedeutet, mein Mann ist davon auch wach geworden. Auch wach geworden heute Morgen, weil das echt, die haben irgendwie drei kleine Kinder oder so dabei und da kann man sich vorstellen, was da für ein, was da für ein Lärm ist im Garten, wenn da drei so Kinder, und die haben sich gefreut, dass da, guck mal, da sind Bäume im Garten und schau mal, da ist eine große Schnecke und oh Gott, ich verreck hier am Dot noch. Und guck mal dies und guck mal jenes. Die haben sich halt gefreut, ne? Ist ja auch alles, ist ja schön, ist ja nett, ne? Aber das war schon, also ich habe mich dann mit meinem Kaffee tatsächlich wieder rein verpieselt vorhin. Weil mir das zu viel Rambazamba da in den Gärten gewesen ist. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man in so einem Stadthaus wohnt. Wir haben halt, ne, hier ist doch bestimmt nicht richtig, oder? Wir haben halt, hier sind wir auch schon mal gestorben übrigens. Wir haben hier halt, also die Häuser stehen so dicht an dicht und die Gärten sind logischerweise dann auch dicht an dicht. Wir müssen da andersrum, also so geht's ja auch nicht hier lang, okay. Und ja, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier sehr laute Feriengäste erwischt. Obwohl ich dazu sagen muss, wir haben im Normalfall, also es sind ganz, ganz selten Feriengäste da mit kleinen Kindern. Das habe ich schon gemerkt. Also das, oh guck mal, hier ist eine Lore. Also das habe ich schon gemerkt. Das gibt es hier einfach nicht oft. Ne? Also ist wahrscheinlich hier nicht so kinderfreundlich. So, naja gut. Also irgendwie, dann gehen wir jetzt hier mal lang und gucken mal, ob es hier weitergeht, wa? So. Blickrichtung, das müsste ja hier passen hier. Ja, kommt mal mit. Ja, los, kommt her hier. Ja. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir hier weiter gucken. Blickrichtung. Oh. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und jetzt gucken wir gleich mal. Achso, ja, jetzt sind wir hier auch am Orochi-Lager das erste Mal. Hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Guck mal einer an. Jetzt können wir hier auf alle Fälle schon mal wieder belebt werden, was schon mal gut ist. So, jetzt wollte ich mir die Map aufmachen und jetzt gucke ich mal. Wir sind jetzt hier, das ist das Orochi-Lager. Der hier guckt doch... Na, der guckt doch in die Richtung, ne? Ja, ich glaube, wir sind hier noch ganz gut auf dem Weg. Wir rennen jetzt hier mal rein. Die Mission machen wir ein anderes Mal natürlich. Wir sind ja hier jetzt erstmal noch beschäftigt. Und jetzt brauchen wir hier im Orochi-Lager ein Stück, was der Hohepriester vergraben hat. Okay. Ja, das klingt doch easy-cheesy, wa? Und die Orochis haben hier auf alle Fälle schon wieder ganz schön rumgewütet hier. Okay. Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Oh,
Telefon? Das Arsenal hätte auf Selbstzerstörung eingestellt werden sollen. Ja? Na, ich, ja, wenn du das sagst, dann wird das so sein. Wo soll ich denn hier was finden? Ach du liebe Leute. Muss ich jetzt hier rumlaufen mit den Ollen? Oh, na, das ist ja die Drohnen wieder. Ich weiß nicht, ob ich da Lust zu habe, aber was soll ich tun, wa? Ich habe ja wohl keine großartige Wahl, oder wie? Ja gut, dann gucken wir uns jetzt hier mal um. In dem Orochi-Lager. Ah, hier ist doch schon was. Guck mal. Ja, wunderbar. Guck mal, blutverschmiert. Das hat irgendwie aufgerissene Wunden an den Beinen. Das ist ja nicht schön. Okay. Na hoppla. Ach so, mich hat eine Drohne erwischt. Okay, jetzt suchen wir uns den nächsten Punkt hier raus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal in, oder hier mit Neta, gehen wir in die Richtung. Wir gehen jetzt einfach mal so in die Richtung grob, wa? Und gucken mal. Machen wir das doch mal. Und gucken mal, dass wir die Teile des Stabes zusammen bekommen. So. Werden wir ein bisschen herumlaufen hier durch unser wunderschönes Ägypten. Das wir übrigens auch schon fast wieder fertig haben. Also, ich meine, uns fehlt jetzt dann noch... guck mal, die machen wir mal noch kaputt hier. Uns fehlt jetzt hier tatsächlich noch... also, eine Gottheit fehlt halt noch, aber... das ist ja nicht viel so. Dann fehlt uns noch das Orochi-Lager. Und ja, die Hauptmission. Und dann sind wir durch Ägypten tatsächlich schon durch wieder. Also, ich weiß auch nicht, ne? Also, ich finde irgendwie... rennt mir das Spiel im Moment nur so davon. Ich finde es total schade, dass man dann schon nach Transsilvanien weiterwandern kann. Das geht irgendwie. Geht mir das ein bisschen schnell. So, aber naja. So, das waren die Mumien. Ey, sag mal... weißt du, im Fernsehen und so, da zerfallen die immer sofort zu Staub. Und hier muss man da echt mal drauf hauen. So, jetzt bin ich hier noch auf dem richtigen Weg, oder was? Ja, ich will hier weiter in die Richtung, beziehungsweise die Richtung. Also, hier sind wir schon noch richtig. Alles klar. Ja, da ist die coole Spinne drin, ne? Hier waren wir ja nur auch schon mehr wie einmal. Okay, wo ist denn... ach, guck mal. Ah, guck mal an. Jetzt kann man das hier nämlich... hahaha, jetzt sehen wir hier nämlich schon zwei so Gottheiten. Eine hier, die guckt hier wunderbar in die Richtung. Und ist das schon Hemineta? Ja, wer soll das sonst sein, ne? Würde ich sagen. Die guckt hier in die Richtung. Wir gehen jetzt hier einfach mal... wir gehen der mal entgegen, die uns hier gegenüber ist. Und gucken mal, ob wir hier in der Blickrichtung... also wo die sich kreuzen, das muss ja hier irgendwo sein. Weil die eine guckt ja nach links da. Oder beziehungsweise nach rechts, je nachdem von welcher Seite man guckt, ne? Und die guckt ja von gerade zu. So. Ja, kreuzen die sich hier nicht? Guck mal. Die müssten sich doch hier irgendwo kreuzen. Na, guck mal, da steht die und da guckt die... die müssen sich ja hier irgendwo kreuzen. Irgendwo hier muss das sein. Aber wo? Das könnte natürlich auch da oben sein, aber ich gucke jetzt hier unten. Ah, hier, da. Guck an. Okay. Sehr, sehr gut. Damit wäre das zweite Teil gefunden. Cool, cool. Ach, siehst du, und hier ist noch eins. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Teile. Das ist doch hervorragend, würde ich sagen. Hervorragend. Ach ja, genau. Hier war der Schwertfisch, Orochi-Hinweis. So. Ja, und dann wären wir hier schon bei, Hemineta ist das doch nicht. Ist das ein Nefertari oder nicht, oder was? Doch, Hemineta ist das. Hemineta. Okay. Ja gut, dann gucken wir auf unsere coole Map. Was ist das hier? Nee, das ist Ptahmose. Das ist ja keine Figur. Dann würde ich sagen...
Tja. Tja, gute Frage. Hahaha. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg hier Richtung Murtemuja. Dann vielleicht mal auf, ne? So, sinnigerweise. Wo sind wir jetzt gewesen? Da sind wir jetzt. Wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang, ne? Würde ich sagen. Ja, und während wir uns hier auf dem Weg machen, würde ich auch sagen, machen wir einen Break an dieser Stelle. Wir sind zwar nicht weit gekommen, das tut mir auch sehr leid, aber es lässt sich leider, wie ihr ja wisst, bei den Investigationsmissionen echt nicht vermeiden. Und ich will jetzt auch nicht, ich könnte das natürlich auch alles zusammenschneiden und keine Ahnung, aber das finde ich auch blöd. Ich will das dann schon so zeigen, wie der Weg dahin ist mit allen Verwirrungen. Ne? Also, ich meine, oft genug verlaufen und getan und gehampelt haben wir ja auch. Und ja gut, dann ist halt manchmal einfach ein Wüstenspaziergang dabei. Ich glaube, das soll uns aber nicht stören und wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen, freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao!